Wunderschönen Tag, liebe Leute, und willkommen zu weiteren Part von Super Mario Maker 2 gemeinsam im Kino. Grüß die Ziege! Ja, ich habe offiziell zweimal verkackt jetzt beim Aufnehmen. Und so ist jetzt bei Kino noch eine weitere Folge ungewollt entstanden. Ungeplant entstanden. Bestanden. Mindestens genauso ungeplant wie das Co-Kommentieren von Jan damals. Das war auch witzig. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Nur zur Info, ich habe wieder die Aufnahmen gestartet, falls das immer noch nicht bei dir klappt. Mehr Folgen für Papa. Was heißt der Papa? Irgendwas versteckt. Ja, hättest du mir früher sagen können. Es ist aber wieder dieses klassische erste Level, du darfst nicht den Boden berühren. Ja, das hatten wir schon öfters. Das hatten wir sehr oft sogar schon. Nur halt immer von verschiedenen Machern und teilweise immer Unterschied. Gibt es den Raum auch da, wo man wieder rein kann? Ich weiß es nicht. Wenn dann ohne Boden, ne? Ja, ist ja egal. Zweite Röhre war das, soweit ich weiß, oder? Oder dritte? Okay, nein, den gibt's nicht. Nein! So, warte mal, Blödsinn. Na, verflucht. Du hast es verstanden, weil das war mein Fehler vorhin, aber... Ja, das ist ein Anlauf, weil sonst klappt's ja nicht. Und dann die Goombas natürlich noch. Das war... Ich zeig dir jetzt kurz mal was. Oh, lol. Das klappt nicht, die sind auf der Schiene. Ach so. Weil die Idee hatte ich auch schon. Easy. Vor allem, du nimmst sogar noch ihr Leben mit. Ja, das haben die sich verdient. Nein! Oh, Balanceakt. Ja, die Feuerblumen braucht man sowieso nicht. Von daher ist mir das auch gerade egal. Naja, wer weiß, ob da nicht noch Gegner in die Nähe kommen, eigentlich, glaube ich nicht. Das ist das erste Level, Alter. Ja, als ob du das erste Level nicht kennst. Ja, man kann es eh auswendig, stimmt schon. Passt. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben hier. Oh. Oder auch nicht. Ja, es ist, weißt du, am Schluss versteckt er so einen versteckten Block, weißt du, wenn du klein bist. Erstmal an der Stelle Hallo an alle, die mich hören sollten. Ja, stimmt. An der Stelle meine Aufnahme-Face, natürlich kurz erklärt. Das eine, ich habe Kinos Stimme nicht aufgenommen. Okay. An der Stelle, während das Level startet, überprüfe ich lieber nochmal. Man weiß ja nie, oder? Ich glaube, die Folge nenne ich einfach Markus chaotische Aufnahme oder sowas. Nee, brauchst du nicht. Es scheint alles zu laufen. Blauer Kassel von dem Deutschen, Niklas 323. Niklas, wenn das Level scheiße ist, dann meldest du dich bei uns, ne? Brauchst dich auch nicht melden, wir finden dich hier auf Facebook. Ja. Oder jetzt auf Twitter, jetzt wo Elon Musk Twitter gehört. Stimmt. Hat ja auch lang genug gedauert. Ach komm, ich bin zu kacke für alle. Vor 44 Milliarden, Alter. Was würde ich mit dem Geld machen, ey? 44 Milliarden? Ja. Tesla kaufen. Nee, Spaß. Tesla kaufen. Ja, 44 Milliarden würde ich mir Tesla verkaufen. Ich bin zwar der Chef von Tesla, aber hey. Achso, scheiße, ich bin schon wieder klein. Nein, nein. Oh, Checkpoint. So komplett unverdient, weil es scheiße war. Da musst du einfach durchlaufen, glaube ich. Das krieg auch wieder nur ich hin, dass ich in diesem Scheißloch drin lande. Es ist jedes Mal das gleiche. Jetzt fail ich komplett und bei seiner Aufnahme skill ich. Aber das Level gefällt mir an sich. So, man muss da hoch. Mann! Leute, Alter, noch ein Checkpoint. Ah, da oben die Röhre. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Und weiter runter. Da ist eine Schlüsseltür und da ist ein Schlüssel. Ey, wenn man einen Schlüssel direkt neben einer Schlüsseltür platziert, warum dann? Oh, ich bin wieder rein. Ja, schön, dass du schon mal kommentierst. Ich komm schon mal nach. Also ich laufe gerade nur hinterher. Kann es sein, dass einer von den Gegnern wahrscheinlich den Schlüssel hat? Man muss mal rechts ist eine Feuerblume. Oh, ich glaube, ich habe was gekillt. Ja, ich habe vorher auch schon eine Feuerblume gehabt. Das war's mit Feuerblume. Ja, klar. Soll ich einfach offline gehen und dich das machen lassen, oder? Bei uns geht es halt nicht am Start, oder wie? Ey, das ist lächerlich, ey. Der hat das einfach so komplett durchgemacht, ey. Ey, aber daran weißt du einfach, dass deine Aufnahme jetzt läuft.
Ja, irgendwie schon. Stimmt, warte, stimmt, das muss ich auch immer sagen. Wenn irgendwas bei mir gut läuft in meinen Aufnahmen, dann ist es meistens, dass die Aufnahme fail ist. Vor allem in Mario Maker ist das die Regel. Jetzt weiß ich warum. Das kann nur der Grund sein. So eine ähnliche Regel habe ich auch auf der Arbeit, um jetzt wieder auf die Arbeit zurückzukommen. Und zwar immer freitags, das Letzte, was du machst, es läuft einfach schief. Mhm. Immer jedes... kurz vor Wochenende, es läuft einfach schief. Mhm. Grüße geht raus an meinen Kollegen vom Bundesheer, der auch meinte, ja, wir haben, der auch meinte, er muss am Freitag am Nachmittag, um dem Chef schlechte Laune zu bereiten, den Lampenschirm zertrümmern. Mit einem Besen versehentlich. Das war auch so eine geile Geschichte, weißt du, wir hatten da irgendwie so im Vormonat 300 Minus, okay, und es hieß, wir dürfen das nicht nochmal haben, okay? Und am zweiten Tag des neuen Monats erstmal Lampenschirm zertrümmern, weißt du, minus 270 gleich direkt. Danke fürs Abnehmen. Ich kletter mal da hoch. Dafür müssen wir den dann off und... Okay, ja, da kann man lange. Wir müssen auf On-Off auf alle Fälle betätigen. Ja. Stellt sich die Frage, wie? Da oben kannst du lang, aber da ist... Da ist sicher irgendwie so ein Scheißblock, nicht wahr? Du kannst eh lang. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Aber selbst dann ist es die Frage, wie kannst du jetzt das... Jetzt kommst du in die Schlüsseltür. Aber die ist ja, da bin ich ja unten da. Da ist auch das Ziel. Ach so, okay, gut. Irgendwie, glaube ich, haben wir trotzdem irgendwas falsch gemacht. Weil erstens mal, da darfst du ja nie stecken bleiben. Da musst du irgendwas dagegen... Ach so, den Powerblock musst du dagegen hämmern wahrscheinlich. Ja, den kriegst du erst, wenn er on-off ausgelöst ist. Dann habe ich keine Ahnung, ich habe das Level gerade... Es ist auch überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es eh super easy, nur wir haben es halt wieder... Ja, weißt du. Missverstanden. Auf jeden Fall jetzt mal Themawechsel. Ein Thema, was ich vorhin schon ansprechen wollte, aber in dem Moment ist aufgefallen, dass du meine Stimme nicht aufgenommen hast. Ja. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, was das Jugendwort des Jahres ist. Smash, leider. Ja, ich bin da auch kein Fan von, aber ich find's immer geil, wenn Tagesschau immer das sagt. Ja, also in Deutschland, in Österreich war es was anderes. Ich weiß nicht mal, was es war. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was in Deutschland war. Ich glaube, in Österreich war es irgendwas mit der Regierung. Ich meine, Jugendwörter sind an sich immer bescheuert. Ach, Junge. Du fährst dich nochmal gegen den On-Off, dazu verspreche ich dir hier. Das machst du selbst. Okay, ja. Er fährt einfach gleich wieder gegen die Wand. Egal, man kann ja weiterlaufen. Ist zwar wahrscheinlich nicht so gewollt, aber hey. Wenn das Level ist, dann ist das halt echt traurig. Oh ne, achso. Es ist das Levelende, hundertprozentig. Okay, ja, es geht nochmal weiter. Na Gott sei Dank, Alter. Wenn da jetzt schon die Ziffern gewesen wäre, dann hätte ich halt echt geweint. Nein, mein Auto! Juckt nicht. War ein Auto fast. Tot. Na, guck ich dir halt zu. Ja, ich hab einen Abgang gemacht. Hab ich gesehen. Ja, dann geht's ohne Auto weiter, oder? Achso, ich mach den gleichen Fehler wie vorne und geh hoch. Da bin ich vorhin schon dran gestorben. Es läuft eindeutig nicht, mir fällt mir auf. Deine Aufnahme läuft ja jetzt. Ja, das ist wirklich, das ist ein Fluch. Gibt's das auch? Ey, ich heul gleich hier. Wirklich, ich heul gleich sowas von. Wir machen das in Zukunft, glaube ich, echt, dass Kino und ich die Aufnahmen tauschen, die wir aufnehmen. Danke. Wie sollen wir das ohne Auto schaffen? So wie ich. Nein! Hat bei mir, er hat die Musik gerade gestoppt. Das Auto respawnt nicht, ne? Doch, jetzt gerade. Aber selbst dann kommst du mit dem Auto. Achso, doch, da musst du mit dem Auto lang wahrscheinlich. Ja. Ja, dann fahr du mit dem Auto schon mal voran. Ich versuch's nochmal zu Fuß. Bin das gleiche Loch wie du vorhin, ey. Freut mich. Ja, man kann es umgehen, aber. Okay, dann nicht mehr. Weißt du, ich habe es gerade mit dem Dreher in der Luft probiert, okay, und dann noch eine Stampfattacke. Okay.
Wer? Oh. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich da gefährlich gestanden bin bei dir. Auf den roten Blöcken. Auf den Stachelblöcken. Weil Boah, Alter, Ziege, das kann doch nicht wahr sein. Ich lebe noch, aber ohne Otto. Das bringt dir sowieso nichts. Ich probiere es jetzt nochmal so. Ey, ich suche gleich auf eBay nach Raufwassertapeten. Raufasertapeten, Alter. Nächster Insider an der Stelle. Raufaser. Bernd das Brot. Ach so. Hast du es jetzt geschnallt? Jetzt check ich's auch, ja. Jedes Mal! Ey, dieses Auto kann man aber auch nicht wirklich gut steuern. Überhaupt nicht. Gut, also die Feder beherrsche ich zwar von Mario World, aber das Auto ist Krampf. Ja, es bringt sowieso nichts zu Fuß. Ich mach das jetzt mit Trampolin, juckt mich nimmer. Komm her, Trampolin. Das klappt wenigstens. Das klappt halt echt. Nein! Scheiße! Jetzt weiß ich, warum die Musik gestoppt ist. Jetzt weiß ich, warum da auch ein Trampolin in der Luft ist. Mhm, damit du hochkommst. Mach ein Backup, okay? Warte. Scheiße! Nein! Ich dachte, du überlebst das. Ja, der Kugelwilli. Können wir nochmal neue Staffel alle machen? Wir haben fast keine Zeit mehr. Warte, ich fahr noch, ich geb noch einen Versuch mit dem Auto. Mhm. Ja gut, den Damage hast du... Ja, da kommen wir halt nicht mal hoch. Das ist schon... Ja, weil du keinen Schub hast. Am Schluss hat sich herausgestellt, der eigentliche Ferrari-Motor war in Wirklichkeit ein EC-Motor. Fahr nochmal dagegen. Danke. Dafür ist das Auto ein Schrott. Ja, ist zwar nicht der richtige Weg, aber wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich glaube, wenn es mit gelben Blöcken gemacht hätte, wäre das deutlich interessanter. Ja. Ich habe gedacht, ich hole dich mit dem Auto ein, aber jetzt bin ich irgendwann, es ist irgendwann kaputt gegangen. Das Auto ist kaputt gegangen, ja. Es ist kaputt gegangen. Oh, scheiße, ich habe schon wieder leichten Damage. Leichte Colette, Ja gut, okay, mit den Koopas ist aber echt easy teilweise. Ja, verflucht. Wenn der Ziegensalat das nicht zweite ist. Größere Loch war es dann leider doch. Kannst du mal den Baron Skill entfesseln? Der ist im Urlaub. Der ist im Urlaub, okay. Er hat gesagt, er braucht jetzt mal eine längere Auszeit. Er hält das nicht mehr aus, dass wir da verzapfen. Ja, ich halte das auch nicht mehr aus. Bruder, warum machst du so einfach? Kann man dann über so ein Zwei-Block-Loch einfach drüber fahren, ja oder nein? Ich weiß es einfach überhaupt nicht. Mach's mal, probier's mal, ob man über ein Zwei-Block-Loch drüber fahren kann. Nee, kann man nicht. Also, es waren drei, hoppala. Das waren gerade drei. Aber gut, dass du es versucht hast, weil ich hab's nicht gemacht. Alter, diese Hotheads! Bruder! Warum springst du auch raus aus dem Teil? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wieso bist du da rausgesprungen? Du hattest es eigentlich. Ich weiß es nicht. Ja, dein Auto steht da, willst du es haben? Hallo, das ist da noch. Ich habe jetzt schon Neues besorgt. Kannst gerne haben, schenke ich dir. Aha. Nee, ich bin am Trampolin lieber interessiert. Ist mein Auto da noch? Ja. Scheiß Kugelwilli, nee! Let's go! Let's go fast! Alter! Ziegensalat. Schon wieder? Ja. Ich freue mich gleich einfach schon auf McDonald's. Wobei, ich glaube, dieses Mal zwei Loch, das kannst du wirklich überleben. Nur die ersten zwei Löcher sind halt Dreierlöcher. Ist mir gerade aufgefallen. Aber so ein Zweiloch könnte man eventuell. Ich glaube schon. Ich versuch's.
Also die zwei. Schau mal, ob es funktioniert. Weil das wird es halt weit einfacher machen, wenn das funktionieren würde. Deswegen teste ich das jetzt lieber einmal. Das geht halt wirklich. Über zwei Löcher geht. Das wird den Sprung auch deutlich einfacher machen. Ja, aber richtig einfacher. Ich schieb mich gerade komplett durch. Ich hoffe mal, du hast das Trampolin bei dir, ne? Ja. Nein! Am Schluss! Deswegen respawnt das also nicht. Ich hätte fast durchgecheatet gehabt. Scheiß auf dieses verfluchte Drecksauto, okay? Mach mir bitte den Gefallen. Nimm einfach dieses scheiß Ja, jetzt brauche ich wieder am Start. Okay, beim nächsten Mal, okay? Scheiß auf dieses verfluchte Dreckstrampolin. Gut, ich scheiß auf das Trampolin und nimm das Auto. Nee, das Auto, sorry, ich meinte das Auto. Dieses Auto braucht keinen Hund und keinen Sawyer. Ich will Legends machen, ey. Oh. Ey, dass das mit den Hotheads ausgeht, ne? Das wundert mich einfach richtig. Weltmeisterlich. Das Ding ist, es Nein, Trampolin! Also ich spawn jetzt einfach nicht, weil du da bist. Freut mich. Jetzt ist es weg. Na, passt. Na, ach so machst du das. Man kann, das ist nicht hoch genug an der Stelle. Warte mal, nochmal Neustart für alle. Ich will das jetzt auch auf alle Fälle so, wenn das Auto, das kann ich einfach nicht fahren, das reicht mir. Also Real Life schon, könnte ich sowas schon fahren, aber nicht im Spiel. Boah, das war gut, oder? 100%ig. Ja, das war's mit dem Auto. So schnell schon? Ja, ich sage, ich kann mit dem Teil nicht fahren. Ich brauche Auto mit Qualität. Ein Ford Fiesta? Also wenn möglich, kein Fiat. Nee, Spaß. Also ich hab's mit dem Auto auch nicht geschafft, aber kurz vorm Ziel, also kurz vorm Ziel kann ich schon sagen. Kurz vorm Ziel, das wäre schön. Ist ja quasi kurz vorm Ziel, die Röhre ist ja kurz vorm Ziel. Gut, dann probieren wir es nochmal mit dem Auto. Mach jetzt einmal alles richtig. Du Hurendreckauto, wirklich, nee. Dafür lasse ich nicht mal ein 20 kippen. Fühle ich an der Stelle, was du gerade mit... Die Cooper sind einfach mehr im Der Hothead! Der Hothead! Der Hothead. Let's go! It's time for Super Mario! Also jetzt ist echt Hopf und Malz verloren. Sag's dann mit diesen Mal, diese mal zwei Löcher, die überlebst du. Ja. Ah, kein die nee. Bist jetzt endlich oben? Na Gott sei Dank. In welche Richtung muss ich fahren? Okay, gut, mein Plan geht eh nicht aus mit dem Trampolin, weil es logischerweise, du siehst es eh. Ich glaube, da ist. Das Ziel. Könnte sein. Das Auto blockiert dich. Aber richtig. Es kommt aber noch ein Auto, ey. Aber das wird mich wahrscheinlich zum Ziel, wenn die Kumbas nicht wären. Bruder Kumbas, Alter. Die Kumbas kannst du einfach rahmen, ich weiß gar nicht, was du hast. Nein, die sind ja über mir noch. Achso, nee, da fahre ich gerade unten durch, chillig. Da hat einer One-Up geholt, ja. Brumm. Mein Auto. Ich möchte einmal sagen, ich habe es mit Auto geschafft und ohne Trampolin. Ja, bild dir was drauf ein. Mich auch. Ich bin Baron Ziege. Keine Ahnung. Das ist nicht so geil wie das, was ich habe, aber egal. Ja, es tut mir leid. Der einzig wahre Baron-Skill, der bleibt natürlich ich. Heute war er halt im Urlaub, ich muss ihn dafür entschuldigen, aber er kommt bald wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Du durch die Ziege, ciao, ciao.